Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Prädikatenlogik. So, dieses Mal machen wir den Unterschied zwischen gebundenen und freien Variablen. Gebundene und freie Variablen. So, es gibt einen großen Unterschied dazwischen, und zwar sind die einen durch einen Quantor gebunden und die anderen nicht. Das ist im Prinzip schon alles. Wenn ihr verstanden habt, was ich gerade gesagt habe, dann könnt ihr jetzt schon ausmachen. Aber es gibt, wie gesagt, diesen Unterschied. Und den möchte ich euch natürlich zeigen. Und zwar, gebunden bedeutet, wir haben zum Beispiel einen Allquantor oder einen Existenzquantor. Es geht beides. Ich werde jetzt hier einfach mal den Allquantor benutzen. Ist im Prinzip egal. Und sagen hier, für alle x gilt zum Beispiel irgendein p von, wobei wir hier p als Prädikatensymbol haben, p von x, und irgendeine Konstante, keine Ahnung, vielleicht true oder sowas, weiß ich nicht. Das bedeutet, dieses x hier bezieht sich auf dieses x. Das heißt, es ist allquantifiziert. Ja? Wenn ich jetzt allerdings hier vorne hergehe und sage, okay, mein für alle x ist weg, dann habe ich hier einfach eine Variable. Achtung, das ist immer noch eine Variable, das ist keine Konstante. Dann habe ich einfach eine Variable, die irgendwas ist. Und solche Variablen nennen sich frei. Jetzt kann es aber, also es war jetzt ein relativ einfaches Beispiel, logischerweise, jetzt kann es aber ein bisschen komplizierter werden. Und zwar sagen wir mal, wir haben hier noch irgendwie ein und ein oder und weiß Gott was hier drin noch. Und dann haben wir hier dieses für alle x und das bezieht sich dann nur auf diese Klammer. Ja? Aber wenn jetzt hier hinten dran noch kommt oder p von, oder sagen wir q von xy, dann sind sowohl x als auch y hier hinten freie Variablen. Warum? Weil diese Klammer, die geht bis hier. Das heißt, innerhalb dieser Klammer gilt mein Allquantor und die allquantifizierte Variable, also dieses x. Das heißt, hier drinnen habe ich Bedeutung für alle x. Hier draußen habe ich die Bedeutung, ja, das ist halt einfach eine Variable, die ist halt frei. Ja? Das bedeutet aber auch, dass ich hier hinten ein anderes x eigentlich habe. Das muss nicht das hier vorne sein, das ist ein anderes x wie das hier hinten. Also im Prinzip könnte ich hier ein x1 draus machen und hier ein x2. Das sind nämlich vollkommen unterschiedliche Dinge. Und das ist ziemlich gemein, wenn man da nicht drauf achtet, weil ja, manchmal macht man das oder machen die Professoren oder die Lehrer oder was auch immer, machen das mit Absicht, dass sie da sagen, okay, hier hinten mache ich denselben Namen hin, find du mal raus, wo das Ding noch gilt. Und ja, nicht gerade nett. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch habe, p von, oder es existiert noch, es existiert, verdammt. Jetzt aber. Es existiert ein Y, so das gilt p von xy. Dann habe ich hier drin, und hier vorne kommt auch noch ein y vor, dann habe ich hier drei verschiedene ys im Prinzip. Nämlich ich habe das hier, da gilt noch dieser Existenzquantor, gilt erst ab hier. Dann habe ich diese existenzquantifizierte y-Variable, die gilt hier. Und da die Klammer hier schon zu Ende ist, dieses Y oder dieses existiert Y bezieht sich ja nur auf dieses P hier. Deswegen ist das Y hier hinten auch schon wieder was Eigenes. Das heißt, wir haben hier sozusagen so einen Variablen-Scope. Wenn ihr programmieren könnt, dann wisst ihr, was ich meine. Die Dinger gelten nicht überall, sondern immer nur in den Bereichen, wo wir sie auch definiert haben. Und da muss man wirklich höllisch drauf aufpassen, dass man da nicht durcheinander kommt. Und ja, man hat auch noch so ein. Man hat sich so eine Funktion definiert, damit man ein bisschen schneller ist. Nein, nicht Freitag. Und zwar frei, mit der man einfach die freien Variablen von, keine Ahnung, einer Formel f definiert. Und ja, hier stehen dann zum Beispiel, hier steht die Formel f drin und jetzt wollen wir hier alle freien Variablen rausfinden. Wobei hier natürlich jetzt das Problem ist, dass manchmal ist die Variable frei und manchmal ist sie gebunden. Was man dann macht, ist Folgendes.
Man hangelt sich einfach von links nach rechts durch. Also wir fangen hier bei diesem für alle x an. Hier sollte übrigens ein x stehen und hier sollte auch ein x stehen. Man hangelt sich entlang diesem Dings durch und sagt, okay, was ist denn mein oberster Quantor sozusagen? Naja, ich habe hier ein für alle x. Das bezieht sich auf diesen, oh, komm schon. Das bezieht sich auf diesen Teil hier. Und ich habe hier hinten noch ein oder q von x. Ja? Ich versuche hier mal ein bisschen Space reinzukriegen, damit das eindeutiger wird. So, also dieses für alle x bezieht sich hier drauf. Dann kommt ein oder. Dann habe ich hier wieder ein q von xy. Und was ich mache ist, ich schaue mir beide Bereiche getrennt an. Habe ich hier einen Quantor stehen, dann nehme ich einfach alles außer dieser Variable. Also x ist dann nicht mehr innerhalb der freien Variablen. Also gucke ich mir die weitere innere Teilformel an. Genau dasselbe mache ich auf der rechten Seite. Hier schaue ich, habe ich einen Quantor? Nein, ich habe keinen. Also gucke ich innen drin. Habe ich hier irgendwie einen Quantor? Nein. Also ist das Ding hier eine freie Variable, x. Dann schaue ich weiter, habe ich hier einen Quantor? Nein, also freie Variable, also y. So, und dann schaue ich hier drin weiter. Okay, ich habe hier ein für alle x, das heißt, ich gucke mir hier drin wieder nur alles an, außer den x. Gut, fange ich auf der linken Seite an. Hier steht p von x, x überspringe ich. Hier steht y, also kommt y hier rein. Naja, y ist schon drin. Und dann gucke ich die zweite Seite von dem und an. Hier steht ein existiert y, also habe ich ein Quantor, also gucke ich mir jetzt keine x und keine y an, also gucke ich hier rein, x, nee, will ich nicht, y, nee, will ich auch nicht. Also bin ich hier fertig, das heißt, meine freien Variablen sind x und y, auch wenn sie irgendwo mal gebunden wären. Wenn man das jetzt hübsch hat, dann hat man da unterschiedliche Variablennamen und so sollte es in der Praxis eigentlich auch sein. Das macht eigentlich nur ein gemeiner Professor. Und zwar sagt man dann hier zum Beispiel für alle x, dann habe ich hier ein z und da habe ich ein existiert y, das ist in Ordnung. Und dann habe ich hier ein w und ein v. So, und dann wird es eindeutiger, dann sage ich nämlich, okay, für alle x, easy, ich überspringe das x, ich habe hier ein z, also packe ich mir hier ein z rein. Hier muss natürlich dann ein g hin. Schreibe ich hier das z rein und schaue hier weiter, existiert ein y, p von xy, naja gut, x interessiert mich nicht, y interessiert mich nicht, also überspringe ich beide. Gehe einfach weiter, habe ich hier ein Quantor für w oder v gefunden, irgendwann mal, nein, also w und v. Und schon bin ich durch und das war eigentlich gar nicht so schlimm und jetzt habe ich sogar noch eindeutig die Variable hier von der hier getrennt. So sollte man es eigentlich machen. Wie gesagt, fiese Professoren stellen gerne auch solche Aufgaben. Okay, eine letzte Sache zu dem Thema möchte ich euch noch zeigen, und zwar den Abschluss. Und zwar haben wir hier, sagen wir mal, irgendeine Formel gefunden, frei von h. Und das ist die leere Menge. Das heißt, hier sind wirklich alle Variablen durch irgendwelche Quantoren gebunden. Das ist das Schönste, was ihr euch vorstellen könnt. Damit geht es nämlich viel, viel leichter zu arbeiten. Und was man dann machen kann ist, oder man nennt das Ganze einfach geschlossen. Also H, warte, ich mach das hier. Nein. Okay. Ah, jetzt. H ist geschlossen dann. So nennt sich das. Und wenn es nicht geschlossen ist, also wenn ich sowas wie hier habe, dass ich freie Variablen habe, dann nennt sich folgendes, für alle w, für alle, naja, eigentlich falsche Reihenfolge, für alle z, für alle w, für alle v und dann die Formel g, also der komplette Rattenschwanz hier nochmal hingeschrieben, das ganze Ding nennt sich Allabschluss. Allabschluss. Das kommt daher, weil wir einfach jede von diesen Variablen hier genommen haben und ein Allquantor vorne dran geschrieben haben. So kann man sich die Dinger intuitiv vorstellen eigentlich. Okay. Und dasselbe gilt natürlich für den Existenzabschluss.
Also man sagt hier existiert, existiert und existiert, dann nennt sich das Ding halt Existenzabschluss. Aber ja, so heißen die halt und die werden wahrscheinlich, werde ich die nochmal irgendwann mal brauchen und da werde ich dann auf euer Wissen zurückgreifen müssen. Genau, alles klar, dann hoffe ich, ihr habt es wieder verstanden und es hat euch Spaß gemacht auch ein bisschen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.